Heimat bedeutet für mich zu Hause sein, sich wohlfühlen. Bayerisches Lebensgefühl, Geborgenheit, Gemeinschaft, Fröhlichkeit. Da, wo man sich heimisch fühlt und wo man sich herzlich aufgenommen fühlt. Und da sind wir hier definitiv. Mein Name ist Benjamin Havlik. Ich bin der Inhaber und Geschäftsführer von der Firma Havlik. Wir sind hier in Strassdach und sind bereits seit, ja, ich würde sagen, mittlerweile über 40 Jahre hier auch ansässig. Mein Vater wollte, glaube ich, nie in einem Angestelltenverhältnis sein und hat sich irgendwann gedacht, er möchte einfach selbstständig werden. Es war einfach irgendwann da, Mensch, wir müssen was Neues machen, wir müssen was anders machen. Pilze ist doch was. Shiitake-Pilze waren in den 80er Jahren hier so gut wie nicht bekannt. Und da war er dann einer der Ersten, der das hier zu uns gebracht hat. Wir haben in Kleiningharting eine Pilzzucht, Folienhäuser, Gewächshäuser gebaut. Das war irgendwann in den 80ern. Und das war auch schon damals eine Zusammenarbeit mit der Sparkasse, damals seit knapp 40 Jahren, würde ich sagen. Und es hat so begonnen. Wir sind auch aktuell immer sehr, sehr gut, in sehr, sehr guten Händen und macht Spaß. Ich bin der Luis, ich bin 8 Jahre alt und wir sind hier beim Münchner Golfclub. Ich habe so mit 3, 4 angefangen, ungefähr so groß. Ich mag die freie Natur und wenn der Ball ins Loch geht. Ich bin Jutta Morsch, ich bin hier Jugendvorstand und wir sind am Münchner Golfclub hier in Strassdach. Ich bin der Philipp Stangassinger, bin 41 Jahre alt, bin hier auch im Münchner Golfclub und bin für die Sportkoordination tätig, für den ganzen Sportbereich. Also wir haben die Kids Open, haben wir vor einem Jahr ins Leben gerufen. Gerade zu der Zeit zu Corona wollten wir doch schauen, dass wir es irgendwie hinkriegen, auch den Kindern hier in der Natur was anzubieten. Wir haben das Kids Open ins Leben gerufen, ist jetzt seit einem Jahr, jetzt kommen wir in das zweite Jahr. Also wir merken, dass dieses Turnier sehr gut angenommen wird oder diese Turnierserie. Wir haben teilweise mehr Anmeldungen, als wir Plätze hatten. Das ist auch bei den Kindern schon ein Begriff, das sind die Knacks Open, da spielen sie mit. Sie wissen auch diese Abschlagtafeln, die ja neu jetzt an den Abschlägen sind auf den Bahnen, bringen die mit den Knacks Open in Verbindung und wir sind sehr froh, dass wir den Sponsor, die Kreissparkasse München, hier für die Knacks Open gefunden haben. Ich bin Liliane Tschurtschenthaler und wir sind hier am schönen Deininger Weiher, ein schönes Fleckchen Erde im Süden von München, in der Gemeinde Strassdach-Dingharting. Hier betreibe ich diesen Standort mit meinem Mann zusammen und in einem Familienunternehmen zusammen mit meiner Schwägerin. Hier, wie man sieht, haben wir ein Restaurant mit Biergarten, mit Hotel sowie Veranstaltungsräumen. Und hier kommen die Leute her, um sich zu entspannen. Es ist ein Naturschutzgebiet, daher auch unser Motto Natur, Genuss und Erholung. Ich bin die Susanna Tschurtschenthaler. Ich bin in der Finanzbuchhaltung hier im Betrieb tätig und Mutter von 2 Kindern im Alter von 11 und 14 Jahren. Vor über 10 Jahren haben wir uns entschlossen, hier nach Strassdach zu ziehen, um hier im Familienbetrieb mitzuarbeiten. Und wir sind mittlerweile sehr gut angekommen, fühlen uns heimisch. Kinder fühlen sich hier sehr wohl. Ich bin in Strassdach. Wie gesagt, aufgewachsen, ich bin hier zur Schule gegangen. Dann hat es mich irgendwann in die Welt rausgezogen. Ich war auch aus den Firmengründen immer wieder in Asien unterwegs, auch in anderen Ländern. Am Schluss war es dann so, dass es mich einfach wieder zurück ins Grüne gezogen hat. Strassdach ist einfach trotzdem noch die Nähe auch zur Stadt, die bleibt. Aber es ist einfach ein ruhigeres Leben, angenehmer zu leben. Es ist grün, es ist auch stiller, auch wenn ich in der Nacht einfach mal nach draußen höre, dann kein Autolärm. Ist einfach, fühlt man sich wohl. Wir schätzen sehr an dieser Gemeinde,
dass die Menschen sehr persönlich und sehr offen sind und sehr herzlich und sehr aufrichtig. Auch das ist ein Stück Heimat für uns. Und wie der Engländer so schön sagt, home is where your heart is. Und da ist unser Herz an diesem schönen Fleckchen Erde.